Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter und für heute letzter Teil Quadrat zwischen Mars und Neptun. Wir haben hier noch zwischen Sonne und Jupiter ein Trigon und ich möchte mir dann auch noch den Mond ein wenig näher anschauen. Ja, ich weiß, stimmt, den Mond habe ich meistens sträflich vernachlässigt, aber ich würde sagen, das muss nicht so bleiben, das kann sich ab heute ein wenig ändern. Ja, mit diesem indischen Mondbuch, wir sind jetzt hier im Bereich von Chitra, das muss ich mir noch anstreichen, also das heißt, wir sind auf 2 Grad 33 in der Waage und wie gesagt, das sind die indischen Mondhäuser. Sehr interessante Information, weil es eine archaische Information ist, das heißt, mit einem Wissen in Kontakt zu kommen, welches mir neu ist, ist natürlich immer sehr reizvoll. Du weißt ja, neue Besen kehren besser, bekanntlicherweise. Wir sehen in der Sonne die Bevölkerung, die Schwierigkeiten hat, eingeschlossen im Skorpion im sechsten Haus, denen, also der ist nicht denen, den Menschen, denen oder der Bevölkerung, der es halt hier nicht unbedingt gut geht. Und Skorpion ist natürlich jetzt auch nicht das große Glückszeichen, sondern es steht für Intensität, aber auch für Leidensfähigkeit und vielleicht auch Leidensbereitschaft. Im Trigon zu Jupiter erkennen wir einen sehr starken, einen sehr positiven Effekt. Allerdings wird sich dieser Aspekt nicht so stark auswirken, weil Jupiter rückläufig ist. Das heißt, es ist hier sehr offensichtlich, dass aus dem befreundeten Ausland, aus befreundeten Staaten sozusagen Hilfe für unsere Bevölkerung vorgesehen ist, aber ist auch vertraglich vereinbart, aber es kommt irgendwie nicht so richtig an wegen der Rückläufigkeit Jupiters. Aber an sich wäre hier ein Potenzial vorhanden. Wir haben den Mond als Herrscherin des zweiten und des dritten Hauses, also eine sehr, sehr starke Besetzung im fünften Haus, in der Waage auf Stiergraden. Ja. 2 Grad 33 sind bereits Stiergrade, das heißt, der Mond steht meines Erachtens sehr, sehr stark, weil er, naja, gut, also sehr, sehr, vielleicht übertrieben ein bisschen, aber in der Waage ist jetzt im Quadrat zum Krebs, aber er ist hier zumindest auf Domizilgraden. Und im fünften Haus steht er sehr, sehr kreativ, sehr romantisch, auch sehr fruchtbar. Ja. Und wenn der Mond allerdings verletzt ist, und er ist verletzt durch Pluto, dann kann hier auch Impulsivität dazukommen oder unüberlegtes Spekulieren. Ja? Und natürlich, ja, natürlich, als Herrscher des zweiten Hauses steht der Mond ja für das Finanzsystem. Und das Spekulieren würde dann genau passen, weil das fünfte Haus ist ja auch das Haus des Glücksspiels. Natürlich ist es auch das Haus der Geldvermehrung, gar keine Frage. Aber die Spekulation ist hier auch an Bord und seit dieser Geschichte mit dieser FTX-Börse halten wir, glaube ich, mittlerweile schon alles am Finanzmarkt für möglich. Und interessant war für uns eben auch die Information, welche Geschäftsgebarungen, welche Provisionsmodelle sozusagen da über eine Kryptobörse gelaufen sind, also sie haben sich für unvorstellbar schlau gehalten und leider kommen halt gewisse Untaten erst mit dem Scheitern heraus. Solange es gut läuft, erfahren wir natürlich davon nichts. Aber wenn es gescheitert ist, dann dürfen wir zumindest dafür einspringen. Und die 37 passt in diesem Zusammenhang sehr gut, weil es soll sich um Beträge von 37 Milliarden Dollar handeln für uns. Leidgeprüfte Europäer, ist das eher ein Trinkgeld, also das sind Gelder, die wir nur in einer Woche alleine zur Rettung des Klimas bezahlen. Also für uns wären 37 Milliarden, glaube ich, nicht einmal der Erwähnung wert, weil unsere Laien, unsere Brüsseler Laien mit so vielen Milliardenbeträgen um sich schmeißt, dass man eben schon hart gesotten ist. Also 37 Milliarden, das lockt keinen Europäer mehr hinterm Ofen hervor. Naja, also das heißt, der Mond ist sowieso wankelmütig und was könnte der Mond allgemein einmal in der Waage bedeuten? Mond in der Waage ist sozusagen sehr kontaktfreudig, ja, ist sehr kontaktfreudig und sucht
auch immer wieder die Nähe zu Partnern. Hier findet sich auch die Sehnsucht nach der Einheit mit anderen Menschen. Also man möchte sozusagen verschmelzen, zu einer Einheit finden. Und hier geht es auch darum, dass man quasi bewundert werden möchte. Also das heißt, man will anderen gefallen, man will geliebt werden und natürlich ist dann hier auch ein bisschen das Selbstwertgefühl ein Problem. Das Problem ist aus der Kindheit, der Mond in der Waage ist sozusagen in einer Atmosphäre der Nichtgeborgenheit aufgewachsen, wo große Scheidungsgefahr war, wo große Spannungen zwischen den Eltern waren. Und hier geht es dann bis zur völligen Selbstverleugnung. Naja, aber dass das Finanzsystem sich jetzt selbst verleugnet, ich glaube, diese Gefahr ist jetzt nicht allzu groß. Und schauen wir mal, was das indische System zu dieser Besetzung zu sagen hat. Wir haben hier Chitra, ich habe im Sanskrit Duden nachgeschaut, also Sanskrit, Deutsch, Sanskrit, und ich habe nur Chitra gefunden, aber das kommt Chitra genau hin, glänzend hell, also hier haben wir doch eine, schauen wir mal, dass wir das heller machen, glänzend hell, und ich habe hier auch die Zitrone, also immer wenn mir ein Wort dazu einfällt, schreibe ich es halt am Rand, die Zitrone habe ich dazu geschrieben. Vielleicht hängt die damit zusammen, möglich wäre es ja, weil Zitrone ist ja doch eher eine tropische Frucht. Also bei uns ist sie, glaube ich, selten in der freien Wildbahn anzutreffen. Und hier, Chitra beschreibt sozusagen, da geht es in erster Linie um den Fixstern Speaker. Ja? Kommt vom lateinischen Wort Spicum, das ist die Kornähre, Kornbüschel. Interessant ist auch, dass das Wort Spitz damit zusammenhängt. Ja? Und hier steht, dieser Stern, also Speaker, öffnet die Menschheit für feinere Schwingungen des Geistes. Also schon mal sehr, sehr interessant. Und Chitra, diese Konstellation, wird als kosmischer astraler Verkehrsknotenpunkt auf dem Weg des Menschen gedeutet. Und hier noch eine Information, das wäre sonst zu viel zum Vorlesen. Und hier, der Tag, an dem ein Mond, also nicht ein, der, nach an dem der Mond in Chitra steht, eignet sich für groß angelegte, kann man das lesen? Ich lese jetzt hier aus dem Buch aus. Unternehmungen. Ein Stadtplaner würde ihn wählen, bedingen seine Planungen durch ein hohes Maß an Überlegungen. Also das heißt, das hilft uns schon ein bisschen weiter. Also das heißt, hier würde der Mond dann für ein weit geplantes Finanzsystem stehen und natürlich Wirtschaft, Handel, Industrie, detto. Also das heißt, hier steckt natürlich Planung dahinter. Wir brauchen nicht uns der Angst hingeben, dass sie hier sozusagen das Ganze chaotisch ablaufen ließen. Also das ist ein Irrtum. Also so läuft es ganz sicherlich nicht. Gut, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir können hier bei dem Lauf der Sterne immer nur feine Unterschiede, kleine Unterschiede herauslesen. Und in erster Linie handelt es sich halt auch um die Häuserstellungen. Also das heißt, die Häuser sind der wahre Unterschied und der Mondlauf, weil die anderen Sterne sind eher sehr, sehr langsam. Wir sehen, wie gesagt, zwei Planeten bereits im Feuer. Das heißt, hier tut sich ein bisschen was im Bälde, kommt die Sonne als Dritter im Bunde dazu. Und dann könnte sich schon ein wenig mehr tun, aber bitte auch immer noch bedenken, wir haben diese starke Mars-Neptun-Quadrierung, die unglaublich lähmend wirkt. Ja, lähmend. Aber hier kann man auch sagen, dass man sich zurückzieht. Nein, ich muss jetzt schauen. Ich möchte einen 100er dort sehen und ich glaube, das werden wir auch schaffen. Wir haben hier keine 100, doch 99, macht nichts. Macht nichts. Ich nehme das alles jetzt viel gelassener. Ja, das hat schon seinen Grund. Am Montag werden wir darüber reden. Und wir haben hier 1593 Stimmen, die daran teilgenommen haben und hier immer weniger sogenannte multinationale Konzerne kontrollieren immer größere Geldbeträge und somit immer größere Teile der Menschheit. Was ist deiner Ansicht nach die stärkste und gefährlichste Auswirkung bzw. die wichtigste Erkenntnis daraus? 3%. Das ist jetzt nicht so aufregend. Das ähnelt verbrannt, frappant, ja, verbrannt, verbrannt ist auch gut, verbrennt. Das ähnelt verbrannt im französischen Absolutismus, l'état c'est moi. Ich glaube, war das der Ludwig der 14., wenn ich richtig erinnere. Nein, der war auch der Sonnenkönig, das stimmt, das ist richtig. Also das waren beide Sonnenkönige. 46%, unbekannte Psychopathen leben ihre
Allmachtsfantasien aus und das ist auch die stärkste Fraktion dieser fünf Antwortmöglichkeiten. Im Kommentarbereich sind da noch ein paar andere Möglichkeiten angeboten. Ich glaube, insgesamt habe ich noch zwei, also nicht viel geschrieben. Ja, da lebt jemand seine Allmachtsfantasien aus. Und 16%. Demokratien lassen sich damit elegant und diskret aushebeln. Na sowas, das würden die doch nie machen, oder machen die dann? Nein, glaube ich nicht, oder nicht? 5%. So viel Geld verstärkt die minderwertigsten Charakterzüge. Naja, das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich glaube, bei sehr reifen Seelen, bei sehr weit entwickelten Seelen, wie ist der Charakter so gefestigt, also der schwarze Charakter ist so weit gefestigt, dass sozusagen hier auch natürlich, auch auf der dunklen Seite, ein hohes Ausmaß an Disziplin vorzufinden ist. Da gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber wie es so schön heißt, keine Frage, keine Antwort. 30%, wir haben nichts mehr zu sagen und werden zu Sklaven degeneriert. Degeneriert, ja, degradiert. Ich spreche schon fast Bierbock. Unglaublich, ja. Also sprechen Sie Bierbock, wie das der Chris auf Tageshoroskop so wunderbar herausgearbeitet hat. Die Top 10 der intelligentesten Zitate. Also das wird in die Geschichte eingehen, aber eher so in Richtung Lukas Burger Stilblüten. 30% haben wir nichts mehr zu sagen. Antwort 7 und 6 kannst du dann selber nachlesen. Und wundervollen Tag, ganz klar für mich Favorit 6, okay, Nummer 6. Die schönste Faust ist die, man nicht kommen sieht. Das ist dann dir aufs Auge, technischer K.O., okay. Nun würde ich sagen, alles stimmt, ich konzentriere mich auf mich. Gut, ja, höre auch von Bekannten, sie glauben nicht mehr, was man ihnen so erzählt. Na bitte, das ist doch ein gutes Zeichen. Also ich finde das ein sehr positives Signal, wenn nicht mehr alles geglaubt wird. Nummer 2, insbesondere aber Nummer 7. Jetzt bin ich selber neugierig, weil ich habe schon vergessen, was ich Nummer 7. Die größte Gefahr liegt in der flächendeckenden Einführung des digitalen Geldes. Ja, ein Hauch von nichts, womit sie dann alle unsere Kauf- und Verkaufsfolgen gemäß Offenbarung des Johannes 13,17 kontrollieren können. Das sollte hier bei der Hand sein. Ich habe es nicht vorbereitet, ja, das gebe ich ganz offen zu, aber zufällig habe ich es doch ganz gut bei der Hand. Kannst du das lesen? Also hier steht, das ist Kapitel 13, hier unten ist es Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier kommt dann auch die Passage, Offenbarung des Johannes 13, Vers 18, das haben wir da unten. Dies hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Also da steht in dem Kapitel, welches in der Renaissancezeit der Bibel angefügt wurde. Ja, es ist, ich würde sagen, eine gute Fälschung, ja, wie es von Rom immer wieder zu hören ist. Und wenn wir das Kapitel 13 mal 18 multiplizieren, 13 mal 18, dann bekommen wir eine Spiegelzahl, 2, 3, 4, spiegelt. Das sieht, man sieht, es spiegelt so stark, dass sogar das Fenster drinnen spiegelt. Und wenn du eine Spiegelzahl mit sich selber addierst, also die Spiegelzahl von 2, 3, 4 ist 4, 3, 2, machen wir plus 4, 3, 2, das ist die Spiegelzahl, dann kommt die 666 heraus. Also natürlich muss die Angabe im Kapitel, wo die Zahl 666 drinnen steht, ja auch die Zahl 666 enthalten. Auch eine sehr wichtige Zahl, im Realen, was auch immer, 6 mal 6 mal 6 ist 216. Ist dir die 216 schon aufgefallen? Mir immer wieder auf T-Shirts zum Beispiel. Ganz interessant. Ja, die Leute wissen nicht, wie heißt das, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gut, wir sind schon wieder angelangt. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ja, das ist hier mein Weg hinauf ins... Nicht Helenatal. Wird mir gleich einfallen. Und unsere Kraft, unsere Macht, worum geht es? Was ist die Quintessenz des Menschseins? Ich würde sagen, die Quintessenz des Menschseins ist es, zu leben. Also nicht am Leben zu bleiben, ja, das wäre Überleben, sondern zu leben, das bedeutet Intensität. Und genau das ist das, wo das System die allergrößte Angst hat. Dass Menschen intensiv leben, dass Menschen im Hier und Jetzt leben, weil die können es nicht kontrollieren.
Welche Menschen sind sozusagen geeignet als Knechte, als Untertanen? Naja, Menschen, die im Mangelbewusstsein leben, die glauben, dass das, was hier angeboten wird, ja, dass das nicht genug ist. Dass es mehr braucht, dass man zu wenig hat. Das heißt, die von frühester Kindheit an zu wenig bekommen haben. Zu wenig Liebe, zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig was auch immer. Und das führt dann direkt in dieses wunderschöne, lebenslange Mangeldenken. Und Mangeldenken führt dann eben zu jener, er muss schon wieder herhalten, aber es diesmal passt farblich, zu jener Karotte, die immer vor unserer Nase hin und her gehalten wird. Ja. Und wir laufen der Karotte nach und die Karotte läuft mit uns. Ja. Also darum geht es. Die Erkenntnis, Güttenbachtal, die Erkenntnis, dass alles das, was hier ist, perfekt ist. Dass wir nicht mehr brauchen, dass wir eigentlich gar nichts brauchen. Ja, genau genommen, brauchen wir gar nichts. Und deswegen ist es ja für mich so faszinierend, dass letztendlich der Onkel Klausi, ja, und der Harakiri, unsere beiden Genies, die ja auch nur Marionetten sind, das ist doch eh logisch. Klar, das wissen wir eh, das ist nichts Neues. Ja, dass die letztendlich die Rolle des Faustchen Mephistopheles spielen. Ja? Also ich bin der Geist, der Böses will und Gutes schafft. Letztendlich, wenn sie uns all diese Dinge, die wir angehäuft haben, wegnehmen, was machen sie? Sie helfen uns, dass wir wieder frei werden. Und in dem Moment, die erste Phase ist immer die Depression, logisch. Ja? Also jetzt sind sehr viele Leute in Verzweiflung. Sie verlieren ihre Wohnung, sie verlieren ihre Partnerschaften, sie verlieren sehr, sehr vieles. Ja? Sie verlieren die falschen Freunde, die verliert man auch. Ja. Und beim Verlieren geschieht was? Energie wird wieder frei. Überleg einmal, wenn du, jetzt muss ich schon wieder den Städter, das ist unglaublich, das ist ein Universal, gerade nur Karotte, jetzt wieder zum Edelstein. Ja. Der Edelstein, verzeihung, der ganz festgehalten wird, ein Leben lang wird dieser Edelstein festgehalten, bis er entrissen wird. Das ist ein Kampf, ein Hin- und Her-Gezerre, und wenn er entrissen wird, ist die Entspannung da. Das heißt, du hast wieder deine Energie zurück. Du verstehst? Das heißt, alles im Negativbereich hat genau den gleich großen Nutzen im Positivbereich. Also das heißt, wir können entspannt und freudig erregt sein, und du weißt ja, mexikanisches Sprichwort aus Südchina, was fällt, das soll man stoßen. Ja, ich würde sagen, in die Freude des Hier und Jetzt gehen. Beim Visualisieren, du kannst visualisieren, was du möchtest. Ja. Es steht dir, die Welt steht dir tatsächlich offen. Und was ist es, was sich Knechte und Mägde wünschen? Sie wünschen sich sozusagen das kleine Glück. Aber das große Glück, das liegt wirklich in Freiheit. Und kaum ein Begriff wurde mehr missbraucht als dieser. Gut, ich möchte nicht zu sehr abgleiten, bitte um 19.50 Uhr, wenn du ein paar Minütchen erübrigen kannst. 2-3 Minuten reichen. Es geht nur um die Regelmäßigkeit. Mäßig, aber regelmäßig. Das kann jeder ja bestätigen. Mäßig, aber regelmäßig. Das Glas wird nie leer. Das heißt, in die Freude gehen, positive Bilder sehen, und dadurch erschaffen wir kollektiv für die gesamte Menschheit, für diesen Planeten, für die Tiere, für die Pflanzen, für alle ein besseres Schicksal. Es ist so, es liegt in unseren Händen, aber um das zu können, müssen wir halt eben auch vieles loslassen. Weil wenn du das eine loslässt, dann kommt etwas anderes, etwas vielleicht nicht Besseres, aber etwas Stimmigeres, etwas, was für diesen Moment besser passt zu dir. Und dann erkennst du das, was das Leben ist. Nichts anderes als eine wundersame, einzigartige Reise. Sonst gar nichts. In dem Sinne, einen großartigen Kalenderfreitag, auch als Wochenende bekannt, dein Astrowolf. Ende.